Ja, dann begrüße ich euch herzlich zur heutigen Medienkonferenz zum Ausgang der kantonalen Abstimmungen. Stellung nehmen werden im Namen des Regierungsrats die zuständigen Mitglieder des Regierungsrats ist die Justizdirektorin und für Inneres Jacqueline Fehr, der Sicherheitsdirektor Mario Fehr, der auch noch eine Erklärung wird abgeben wird, Stellungnahme zu der Frontex-Abstimmung, zu der eidgenössischen, und der Baudirektor Martin Neukomm. Fragen sind möglich im Plenum, entweder oder im Anschluss an die Medienkonferenz, gerne noch in Einzelinterviews. Wir würden in der Reihenfolge der Abstimmungszeitung gehen, das heisst, ich würde gerne Martin Neukomm zuerst das Wort übergeben. Danke vielmals. Die Bevölkerung hat abgestimmt. Wir haben vier sehr deutliche Resultate. In drei von diesen vier Fällen ist die Bevölkerung dem Antrag der Regierung gefolgt. Auch ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser Kurzpressekonferenz zu den Abstimmungsergebnissen. Ich fange an mit dem Klima. Es ist darum gegangen, um den Klimaschutz als einen Auftrag für Kantone und Gemeinden in der Verfassung des Kantons Zürich zu verankern. 67%, voraussichtlich 67% der Stimmbevölkerung hat dieser Verankerung in der Verfassung zugestimmt. Das ist gerade knapp eine Zweidrittelsmehrheit und somit ein sehr beeindruckendes Resultat. Das ist sogar noch deutlicher als die Zustimmung war zum Energiegesetz am 28. November vom letzten Jahr. Es haben gesamthaft 138 Gemeinden Ja gesagt und es haben 24 Gemeinden die Vorlage abgelehnt. Ich persönlich freue mich außerordentlich, dass das Ergebnis so deutlich ist. Das ist nicht nur ein deutliches Signal für Klimaschutz, sondern es ist auch ganz ein klarer Auftrag. Es ist ein klarer Auftrag an den Kanton. Es ist aber auch ein klarer Auftrag an die Gemeinden. Klimaschutz ist eine Verbundaufgabe und kann nicht einfach einem Individuum delegiert werden, sondern es ist eine Verbundaufgabe, die man auf allen Ebenen muss angehen muss, auf Stufen vom Bund, auf Stufen der Kantone und auch auf Stufen der Gemeinden. Das ist also ein klarer Auftrag. Es ist aber nicht nur ein Auftrag, sondern es definiert auch ein verbindliches Ziel. Das verbindliche Ziel ist netto null. In der Verfassung ist es formuliert als Treibhausgasneutralität, aber das ist das Gleiche wie netto null. Und Ziele sind darum wichtig, weil sie schaffen Planungssicherheit für die Wirtschaft und für die Bevölkerung. Wir wissen, in welche Richtung wir gehen. Wir gehen Richtung Netto Null. Wir nehmen den Auftrag von Seiten Kanton sehr gerne entgegen und werden weiterarbeiten mit den Gemeinden zusammen zum Klimaschutz im Kanton Zürich umsetzen. Damit übergebe ich gerne weiter an Regierungsrätin Jacqueline Fehr. Ja, geschätzte Anwesende, ich erlaube mir auch zuerst noch eine kurze Bemerkung zu dieser Vorlage von nationaler Ebene zu machen, die meine Direktion ebenfalls betrifft, nämlich das Filmgesetz. Als Kulturministerin vom Kanton Zürich freut es mich, dass der Kanton Zürich dem Filmgesetz zugestimmt hat. Als Mitglied der Zürcher Filmstiftung weiß ich, wie notwendig dass die zusätzlichen Mittel sind, damit wir auch weiterhin qualitativ hochstehend und insbesondere spannendes Filmschaffen aus unserer eigenen Gesellschaft heraus ermöglichen können. Dann zu den beiden kantonalen Vorlagen. Stimmrechtsalter 16 ist mit gemäss Hochrechnung knapp 65% abgelehnt worden. Es ereilt die Vorlage damit das Schicksal, wo die meisten Vorlagen, die das Wahl- und Stimmrecht ausweiten erlangt oder erreicht. Es erinnert sehr stark an das Frauenstimmrecht, wo es auch verschiedene Anläufe gebraucht hat, wo auch die Debatte sehr ähnlich gelaufen ist, jetzt wie beim Stimmrechtsalter 16. Man müsse die Jugendlichen schonen, nicht irgendwie belasten mit Politik, sie interessieren sich nicht dafür, sind noch nicht im richtigen Alter, reagieren sie emotional. Wenn man die Argumentation ein bisschen verglichen hat mit der zum Frauenstimmrecht, hat man doch ein paar überraschende, manchmal auch ein bisschen zum Schmunzeln anregende Übereinstimmungen gefunden. Der Regierungsrat hat sich für Stimm- und Wahlrecht ausgesprochen, in erster Linie, um das wachsende Ungleichgewicht in den Generationen ein bisschen auszugleichen. Das Medianalter der Stimmenden steigt. Das ist gegenwärtig etwa bei 58 Jahren. Das heisst, die Hälfte von denen, die abstimmen, sind über 58. Und die Hälfte von denen, die abstimmen, sind unter 58. Das wird sich weiter gegen oben verschieben in den nächsten Jahren. Und damit bleibt auch das Thema natürlich aktuell. Es bleibt auch darum aktuell, wie es auf nationaler Ebene
eine Vorlage gibt, weil der Kanton Graubünden, die Regierung, sich dort gerade dafür ausgesprochen hat und auch dort noch eine Abstimmung wird geben. Stimmrechtsalterabstimmungen haben in der Regel ein Weile, bis sie dann auch mehrheitsfähig sind. Die Jungen müssen am längsten mit dem politischen Entscheid leben. Das ist ein zweites, nebst der Balance und dem Gleichgewicht zwischen den Generationen, ein zweites wichtiges Argument war, warum die Regierung ja gesagt hat zu dem Begehren, das aus dem Parlament kam, das von der einen Jungpartei angestoßen worden ist und auch vom Jugendparlament unterstützt worden ist. Sie sind von den Entscheidungen, die wir heute treffen, damit auch so betroffen, dass sie eben am längsten mit den Folgen leben müssen. Aber selbstverständlich nimmt der Regierungsrat das Abstimmungsresultat so zur Kenntnis und respektiert den Volkswillen. Wie gesagt, es ist ja auch ein Anstoß aus dem Parlament gewesen. Umso erfreulicher ist das Resultat vom der dritten kantonalen Abstimmung. Mit fast 70% hat die Zürcher Bevölkerung ja gesagt zum kantonalen Bürgerrechtsgesetz. Das Verdikt ist sehr klar. Das ist ein klares Votum für die bisherige Praxis, die im Kanton Zürich etabliert ist, wo das Einbürgerungsverfahren auch problemlos von den Gemeinden kann umgesetzt werden. Die Regierung freut sich sehr über den Entscheid, weil jetzt der Verfassungsauftrag endlich kann erfüllt werden, nämlich dass das Einbürgerungswesen in einem Gesetz festgehalten ist und nicht nur in einer Verordnung. Sie mögen sich vielleicht erinnern, 2014 ist die damalige Vorlage vom Volk abgelehnt worden. Darum hat man sich dann in der Regierung behelfen mit jeweils einer Verordnung zur Regelung des Einbürgerungswesens im Kanton Zürich. Das haben wir jetzt können korrigieren. Jetzt haben wir eine gesetzliche Vorlage, die jetzt auch noch von der Bevölkerung mit fast 70% klar unterstützt wird. Das gibt Rechtssicherheit, sowohl denen, die sich einbürgern lassen wollen, wie auch denen, die den Prozess durchführen. Einbürgerungen sind ja gestützt auf verschiedene Bundesgerichtsurteile kein politischer Ermessensentscheid, sondern verwaltungsrechtliche Prozess. Das bildet auch das neue Gesetz ab. Und damit haben wir einen grossen Schritt Richtung mehr Rechtssicherheit gemacht. Das freut den Zürcher Regierungsrat. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich möchte Sie ebenfalls ganz herzlich begrüßen. Ich beleuchte die vierte Vorlage, die sehr, sehr deutlicher als erwartete, auch von uns erwartete Ablehnung von der älteren Initiative. Ich glaube, es hat vor allem drei Gründe gegeben, dass die so deutlich abgelehnt wurde. Der erste Grund ist sicher darin zu suchen, dass für so eine Vorlage eigentlich ganz sicher eine nationale Lösung angesagt ist. So eine gerade getroffen worden ist. Die Disparitäten zwischen den einzelnen Kantonen sehr, sehr gross geworden wären, wenn die angenommen worden wären. Ich glaube zum Zweiten, dass die Forderung überrissen war, dass sie zu viel aufs Mal hat wollen. Und ich glaube drittens, dass die Leute sehr genau gemerkt haben, dass man im Nachgang zur Pandemie das Zürcher Gewerbe nicht mit so einer Vorlage in dieser Art und Weise kann belasten. Es wäre ja nicht primär der Steuerzahler, die Steuerzahlerin gewesen, die Kosten getragen hätte, sondern das Zürcher Gewerbe, es wären über 400 Millionen. Und Menschen in diesem Kanton haben begriffen, dass viele Gewerbebetriebe mit Unterstützung vom Staat oder auch mit viel Eigeninitiative irgendwie durch die Pandemie durchgekommen sind und man sie nicht am Ende der Pandemie mit so einer Vorlage kann abstrafen. Also sehr eine deutliche Ablehnung, die wir so zur Kenntnis nehmen. Das heisst aber nicht, dass der Regierungsrat nicht offen ist, dort, wo es angesagt ist, dort, wo man gezielt kann Unterstützung bieten kann. Es gibt ja auch verschiedene Forderungen im Parlament, Vereinbarkeit von Beruf und Familienleben zu stärken. Da sind wir offen. Wir haben im Übrigen auch die letzte nationale Vaterschaftsinitiative oder Elterninitiative, Vaterschaftsinitiative unterstützt, aber da hat man zu viel aufs Mal wollen, nur im Kanton Zürich. Und es hat im Gewerbe geschaut. Zur eidgenössischen Vorlage Frontex hat der Regierungsrat Parole beschlossen. Er war besorgt gewesen. Als Sicherheitsdirektor bin ich besorgt gewesen, dass bei einem Nein, wir würden zu Schengen Ausflüge innerhalb von 90 Tagen, dass wir nicht mehr am
Schengen-Informationssystem partizipieren, dass wir nicht mehr könnten, polizeilich zusammenarbeiten in Europa. Und ich darf immer wieder daran erinnern, der Flughafen Zürich ist die grösste Schengen-Aussengrenze der Schweiz. Über die sicherheitspolitischen Überlegungen heraus gibt es auch volkswirtschaftliche Überlegungen. Wenn man den Städtetourismus beispielsweise will fördern will, dann kann man den nicht fördern, indem man ein separates Visum dann nochmal für die Schweiz braucht, das Hotelgewerbe. Auch das sehr bietet in der Krise, gerade der Städtetourismus ist zwingend auf Schengen-Visa angesehen. Also sowohl aus sicherheitspolitischer wie auch aus volkswirtschaftlicher Überlegung. Es hat mich besonders gefreut, wie wir uns ja auch engagiert haben für die Vorlage, dass sie ja im Kanton noch deutlicher war als anderswo. Und die Vorlage ist ja gesamtschweizerisch mit über 70% angenommen worden. Da ist es offensichtlich auch so, dass nicht alle Parolen von ihren jeweiligen Parteien befolgt haben. Sonst wäre das Ergebnis etwas knapper geworden. Und jetzt stimme ich gerne für Fragen, glaube ich, zur Verfügung, wie immer, moderiert von der Frau Casanova. Besten Dank. Gibt es Fragen aus dem Plenum? Ja, bitte? Beim Klimaschutz, was für konkrete Massnahmen wollen Sie als nächstes jetzt angehen? Das ist eine gute Frage. Ich tue natürlich selbstverständlich den Beschluss der Regierung nicht vorgreifen. Die Regierung hat im März eine Klimastrategie beschlossen mit einigen Massnahmen drin. Dort sieht man natürlich ein bisschen, welche Richtung dass es geht. Was jetzt sicher als Konkretes als nächstes ansteht, ist, wir haben jetzt einen allgemeinen Verfassungsauftrag. Der muss natürlich betreffend Zielsetzung noch konkretisiert werden. Aktuell steht im Energiegesetz, dass das Ziel ist, 2,2 Tonnen CO2-Ausstoß pro Kopf bis 2050 zu erreichen. Das ist jetzt natürlich nicht mehr konform und mit dem Verfassungsartikel vereinbar. Das heisst, als nächstes werden wir auf meinem Energiegesetz die Zielsetzung entsprechend anpassen. Gibt es weitere Fragen? Wenn das nicht der Fall ist, dann bedanken wir uns für die Aufmerksamkeit und wünschen euch noch einen schönen Sonntag.